Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal S-Team 53. Für alle, die es nicht gelesen haben, warum ich den Kanalnamen habe, das ist, ja, weil S-Team bedeutet so viel wie Wertschätzung. Ja, und da ich euch wertschätze, also zumindest die Ehrlichen hier unter uns, die auch konstruktive Kommentare da lassen und so weiter, also ne, die jetzt hier nicht Beleidigungen oder sowas von sich geben oder irgendwelche dummen Kommis, ja, die schätze ich eben. Ne? Und damit ist der neue Kanalname eigentlich auch gefunden, für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Und ja, ich würde sagen, dann geht es auch weiter. Das Programm bleibt das alte. Also, ne? Wir machen so weiter wie bisher. Das heißt, mit Retro, Vintage und alles Mögliche, was uns eben so vor die Flinte kommt. Das heißt, auch unter anderem dachte ich so wieder an Roadtrips. Ja? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, wir fahren nach Hamburg, ja, zum Hafengeburtstag als Beispiel. Ja? Das steht tatsächlich noch in den Sternen. Das wissen wir noch nicht. Aber auch zum Beispiel Old- und Youngtimer-Treffen wie Kloster Lenin zum Beispiel. Erstmal Grüße gehen raus. Ja? Und ja, viele andere Themen, ne, werden wir da aufgreifen, die wir bisher auch hatten. Also sprich, Unboxing wird auch wieder mit dabei sein. Ja, es ist natürlich im Moment ein bisschen ruhiger geworden auf dem Kanal. Ja, ich weiß nicht, womit ich im Moment die Lücken stopfen soll. Ne? Weil, ja, ich weiß nicht, wo ich das Material dafür noch hernehmen soll. Das ist das Problem. Weil, ja, so berauschend ist mein Leben nicht. Also, so spannend. Ja. Ich meine, klar, ich könnte euch jeden Tag irgendwas reinhauen da, aber ich glaube, das würde den einen oder anderen ja, ebenfalls mit deprimieren. Und das muss ja nicht sein. Und von daher drehe ich eigentlich auch nur Videos, wenn ich möglichst gut gelaunt bin. Na? Den Rest, was im Hintergrund abläuft, das bekommt ihr alles gar nicht mit. Ja, jetzt warten wir hier aktuell, aber ja, sieht auch ein bisschen merkwürdig aus, weil hier gerade noch Kinderfußball auf der anderen Seite ist und ja, Treffpunkt Kita, ne? Weil wir wollen hier Gläser abholen und das ist jetzt so der aktuelle Stand, den ihr dann mal eben habt. Und ja, wollen wir mal gucken, ob da jemand kommt. Ich hoffe, dass da gleich tatsächlich jemand kommt und dass wir dann weiter können, weil wir haben heute noch ein bisschen mehr auf dem Plan als das und ja, es geht halt quer durch Magdeburg heute. Na? Ja, währenddessen hören wir mal eben, ja, ich sag mal hier so schöne Kassetten durch. Na? Die guten alten Kassetten, wer kennt sie nicht? Aber eher mit Schlager, Volksmusik und so. Aber wir wollen wissen, was drauf ist, weil wir haben da schon so eine Leerkassette gehabt, die tatsächlich kaputt ist. Das heißt, da hat sich die Rolle gelöst. Ja, kann passieren, ist nicht weiter schlimm, meine Güte. Ja, überleg mal, wie alt die Kassetten sind. Ja, da, das ist eben das Risiko. Dafür war es immerhin kostenfrei, muss man auch dazu sagen. Also das gibt es auch noch, ne? Auch sogar bei anderen Kassetten, ja, dass man die kostenfrei bekommt und oder halt nur gegen Versandkosten oder so. Das ist wirklich noch in Ordnung. Ja, allerdings Werbung in eigener Sache. Und zwar, ja, ich musste mich mal kurz sammeln, weil der Haspeler, ne? Werbung in eigener Sache, ja. Und zwar auf meinem Privataccount auf eBay. Ja. Für alle, die ihn noch nicht kennen, Ford USA Probe. Beruht halt daher, ich hatte das Auto mal, ne, den GT. War richtig geil.
Ja, da habe ich im Moment richtig viel Sachen drin und es kommen auch weiter Sachen dazu. Das Ding ist, ich brauche den Platz. Ja? Also meine Bude dürftet ihr gar nicht sehen. Wenn ich die filme, sagt ihr Messi. Ja? Wenn ich wirklich das filme, was ihr sonst nicht seht, dann sagt ihr Messi. Ja, Drecksbude und weiß der Geier was nicht alles. Räum mal auf und hast du nicht gesehen. Ja, das ist das Problem. Ich würde gerne aufräumen. Also, es ist schon aufgeräumt, sagen wir es mal so. Ja, aber das Problem ist, ja, es sind zu viele Sachen geworden mit der Zeit. Und die müssen einfach raus. Ja. Und vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei und dann ja, schaut einfach mal durch über 2000 Artikel, nur mal so nebenbei. Ne? Und die meisten mit Preisvorschläge, das heißt, ihr könnt auch gerne was vorschlagen, sollte natürlich fair für beide Seiten sein. Und ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht dort schreiben, von wegen... ja, warum ihr mir diesen Preisvorschlag schickt, ja, damit ich das vielleicht nachvollziehen kann. Und ich denke, dann wird man sich auch einig. Ne? Ja, mittlerweile ist vorbei mit Dings hier, mit Fußball. Also, wobei, hier rennen gerade noch welche. Und ja, wer darf nicht fehlen? Nürmel. Also Mizi und hinter uns, nein, die gehörten nicht zu dem Geschirr. Die okay. Kamen selber vom Fußball. Ach ja, warte mal, noch was in eigener Sache, ne? Weil du gerade sagst, Unboxing, ja, wir nehmen auch gerne mal so Vorschläge auf wie E-Pass oder so, was von der Bundeswehr, ne? Aus Anfang der 2000er, ne? Gut, E-Pass, da bin ich raus, das kann sie dann alleine machen. Aber ja klar, Vorschläge. Die natürlich nicht allzu teuer sind. Es sollte finanzierbar bleiben. Können wir machen. Ne? Und sorry wegen der Frisur, aber ich hatte keine besonders gute Nacht. Ich habe sogar meine Zudecke weggeschmissen. Also tatsächlich runter vom Bett. Und ja, es war nicht so toll. Magenprobleme und. Das Übliche halt. Ja. So ist das. Gut. So viel erstmal dazu und bleibt uns wohlgesonnen und ja, bis zum nächsten Video. Ne? Danke fürs Zuschauen.